Wo ist der jetzt? Was ist das für eine Stelle? Ah, hinten. Okay, hinten haben wir jetzt den. Passt. Nee, der ist das gar nicht. Wo ist denn jetzt der Aufkleber? Muss man nicht verstehen. Verwerfen. Eine Stelle. Einen Aufkleber wählen, den hier. Eine Farbe wählen, den hier. Ach so, ich kann das dann da... Ach so, ich muss das da noch raufsetzen quasi. Also ich glaube, es ist der hässlichste Aufkleber, den ich je gesehen habe. Aber gut, wir sollen es ja machen. Dann machen wir es. Gratuliere, du hast es geschafft. Worauf wartest du noch? Hol dir deinen neuen Bus. Was sind da für Geräusche? Ich fühle mich ein bisschen alleingelassen, liebes Spiel. Ah, da. Der Goofy ist am Start. Herzlich willkommen. So, wir sollen uns einen Bus holen. Als Belohnung für den Erfolg hast du von Stadtverwaltung einen kostenlosen Bus erhalten. Dank an die Stadtverwaltung. Nett. Es fühlt sich gut an zu expandieren, oder? Wenn du anfängst, neue Leute einzustellen, brauchst du dir keine Sorgen darüber zu machen, welcher Fahrer oder welche Fahrerin welchen Bus fährt. Die Zuordnung passiert automatisch, solange du genug Busse hast. Vergiss nur nicht, deinen Fahrern und Fahrerinnen eine Strecke zuzuweisen. Ansonsten bezahlst du sie fürs Nichtstun. Ja, das wäre im Moment schlecht. Alles. Behalte die Liste der Dinge im Hinterkopf, die für das Wachstum deiner Firma sorgen. Ich rufe dich wieder an, wenn ich mehr Informationen habe. Bis dann. Ja, das hört sich doch gut an. Ich würde mal sagen, wir müssen eine neue Route erstellen. Wie wollen wir denn fahren? Wir müssen da starten. Kann man auch... Kann ich mich hier auch bewegen in dieser Karte? Ich weiß es gar nicht. Ah ja, das geht. Okay, die Route ist vorgegeben. Speichern. Ja, wir müssen sie ja fahren. Es bringt ja nichts. Mit welchem Bus? Wir nehmen mal den neuen, oder? Ich glaube, wir nehmen mal den neuen Bus. Wir probieren mal den neuen Bus. Ja, der sieht doch schon gleich viel fetter aus. So stelle ich mir einen Bus vor. Und Tempomat hauen wir mal rein. Langsam kann ich die Tasten hier, falls jemand eine Cola will, ein Bier oder sonst irgendwas. Ja, ich würde da gleich nochmal vorbeifahren. Ja, bayerisch ist deutsch. Natürlich ist bayerisch deutsch. Ich lese nun gerade ein bisschen Chat mit. Sodele. Ja, wir düsen hier mal rum und dann müssten wir jetzt ja mal gleich zur ersten Haltestelle kommen. Okay, da ist leichter Stau. Was ist hier los? Ja, das wäre interessant, wenn es auch noch einen Stau gibt. Jawohl, erste Haltestelle haben wir erreicht. Das ging ja ratzefatze. So, das abs... Oh, ich habe Pupe gedrückt. Aus Versehen. Entschuldigung, liebe Leute. Entschuldigung. St. Martinstraße Süd. Können Sie mir eine normale Fahrkarte für den Rest der Woche geben? Für den Rest der Woche? Welchen Wochentag haben wir gerade? Können Sie mir da helfen? So, wir geben mir mal zwei. Ja, eine gern geschehen. Fahrkarte, bitte. Eine normale für eine Woche. Kriegen wir hin. 50. Will ich mich verarschen? 2, 4, 6, 7, 2, 4, 6, 7. So, jetzt haben wir es. 20. Vielen Dank. Gern geschehen. Oh, hallo. Zwei, nein, eine Fahrkarte. Bitte. Zwei normale, eine, man weiß es jetzt nicht. Danke, einen schönen Tag. Fahrkartenverkauf für 70. Der hat den Rest Geld behalten. Ja, das ist in Ordnung. Der war gut angetrunken. Ja, das geht, ne? Damit kann man auch leben.
Zero, wie lange streamst du? Ich hab's gerade zufällig gesehen, Kaktus am Start, hallo. Und Dextrock sagt, Baby, erstmal hallo, dass du da warst. Wie gesagt, Chat kann ich nicht so beachten. Ich weiß nicht, wie lange ich streame. Wir gucken mal. Ich kann es ehrlich gesagt nicht sagen. Das ist nicht schön. Ich habe Passagiere zurückgelassen? Was? Ich habe doch keine Passagiere Nächste zurückgelassen. St. Martinstraße, Westen. So ein Passagiere zurückgelassen haben. Das ist schlecht, dann müssen wir die nochmal fahren, gegebenenfalls. So, dann schwenken wir hier rum. Das war doch mal eine super Kurve. Der Kevin ist am Start. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Wie würdest du mich einschätzen, wenn ich in der Vorstadt leben würde? Ich würde dich bestimmt noch mögen, aber ich würde kaum bei dir übernachten. Schon gut, vergiss es. Ja, interessant, was die Passagiere so für Themen haben. So, wir müssen ja auch abbiegen. Ich hätte schon mal blinken können eigentlich. So, und dann geht's hier entlang. Wunderbar. Halt Nummer 2. So, St. Martinstraße, West. Sehr schön. Ich muss eine Fahrkarte kaufen. Ja, natürlich. Eine normale Einzelfahrt kriegen wir doch hin. Nichts leichter als das. 2,20 bitte. 5. Das heißt, sie bekommt 2,50, 70, 80 wieder. Schönen Tag noch, der Herr. Ich wünsche eine angenehme Fahrt und danke, dass Sie mit unserem Unternehmen reisen. Tür klemmt. Wie war denn das nochmal? Aufstehen, gegentreten. So, läuft ja bei uns. Dann können wir weiter losdüsen. Wollen wir mal etwas zusammen unternehmen? Klar, das klingt gut. Wann? Wie wäre es jetzt gleich? Oh, ich kann Nächster Halt, Südtiroler Straße. Ja, der hat wohl eine Abfuhr bekommen. So, müssen wir mal gucken, dass es grün wird. So. So, dann düsen wir mal zur nächsten Haltestelle hin. Okay, da ist auch schon Haltestelle 4, also wir sind fast am Ende. Der hat irgendwie ein komisches Heck, finde ich. So ein ganz eigenes Design. Gefällt mir nicht so. So. So, Bremse, dies, das, jenes, zack, läuft. Ja, ciao der Herr, ciao die Dame. Ich brauche nur eine Fahrkarte. Ja, das habe ich mir fast gedacht, der Herr. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass sie drei Fahrkarten brauchen. Wir müssen gucken. 60. Vielen Dank. Ja, immer wieder gerne. Gern Sie uns bald wieder. Letztens habe ich mir die Indie-Spiele angesehen und dieses coole Spiel Son of Nor gefunden. Worum geht's da? Du bist eine magiebegabte Person, die versucht, den Untergang deines Volks zu verhindern. Du kannst jederzeit durch die Schillerstraße. Dies ist der letzte Halt. Bitte vergewissern Sie sich all Ihre Habseligkeiten. So, ich versuche mal ein bisschen leid zu sein, wenn geredet wird. Wir sollen irgendeinen Rollstuhlfahrer vergessen haben. Das kann natürlich sein. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Das kann. Nee, Kreise blinkt man nicht rein. Sünde Nummer 1, in Kreise blinkt man nicht rein. Ja, das kann sein, dass wir einen Rollstuhlfahrer vergessen haben. Ich habe ihn nicht gesehen. Zukunft werde ich mal ein bisschen Acht geben darauf.
Voll cool, wir fahren hier einmal komplett im Kreis. Finde ich cool, den Kreis, der macht Spaß. Und gleich fliegen wir bestimmt ab. Das ist immer, wenn ich sage, es macht Spaß, dann passiert irgendetwas. So, läuft. Vielleicht, nee, wir kriegen es nicht. Ich wollte gerade sagen, vielleicht kriegen wir die Ampel noch. Ja, hier wird viel Hi geschrieben. Ja. Hallo und herzlich willkommen an alle, die gerade gekommen sind. Chat schaffe ich bei den Spielen nicht wirklich zu lesen. So, dann müssen wir hier die auslassen. Die zählt noch nicht. Die ist nicht wichtig für uns. Hier müssen wir rein. Hä? Wie übersprungen? Sie wurde doch nicht angezeigt. Die wurde nicht angezeigt in unserem Radar. Schillerstraße. Dies ist der letzte Halt. Bitte vergewissern Sie sich, all Ihre Habseligkeiten mitzunehmen, wenn Sie aus dem Bus aussteigen. Genau. Nehmen Sie Ihre Sachen mit. Ich glaube, die Route wird schlecht bewertet. Die werden wir nochmal fahren müssen. Dann ein bisschen besser vielleicht. Vielleicht fahren wir sie auch mal andersrum. Können wir ja auch mal machen. Hier ist nicht mal ein Haus. Warum halten die hier? Ich weiß es nicht. Schillerstraße. Naja, auf jeden Fall müssen wir mal gucken. Die werden wir wohl noch mal fahren müssen. Drücke die Eingabetaste. Das kürzt natürlich ab. Naja, 3,5 Sterne sind zu wenig. Wir sind sogar schon auf Rang 1600. Global. Also, spielen das so wenig, dass man hier so viele Ränge macht? Ist das Spiel so unbeliebt? Ich weiß es gar nicht. Bin ein bisschen erschrocken hier. Wir sind sogar schon Stufe 4. Also, das läuft ja hier. Yeah, neues Busmodell ist da. Wunderbar. Ja, jetzt können wir hier einstellen. Effizienz Neuling, 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 Lehrling. Warum ist der Lehrling am teuersten in der Woche? Sie hat einen Bachelorabschluss im Physiologie. Warum ist sie Busfahrerin? War früher Fahrer schwerer LKWs, ist daran gescheitert, ein Rockstar zu werden. Ja, was will die? Dann sollte die bei RTL der Bachelor mitmachen, wenn sie einen Bachelor hat. Also Monika, es tut mir leid, du fällst raus, du bist nur viel zu teuer. Ein geschickter Automechaniker hatte früher an Dragstar-Rennen teilgenommen, ist daran gescheitert, ein Rockstar zu werden. Na gut, ist ja nicht schlimm. Hat auch der Ricardo hat einen Bachelor-Abschluss in Psychologie. Umfangreiche Erfahrung als Fluchtwagenfahrer, spielt mit Begeisterung Simulationsspiele. Na gut, daher kommt schon mal die etwas engere Wahl. War in einem Schauspiel und konnte nicht mit Ruhm umgehen. Umfangreiche Erfahrung als Fluchtwagenfahrer, steht total auf progressive Folk-Metal. Kenne ich nicht mal die Musikrichtung. Welchen nehmen wir denn? Ich bin mir unentschlossen. Ich meine, wir haben hier keine Quoten, wir können alles nehmen. Aber der spielt begeistert Simulationsspiele. Ich nehme den, auch wenn der teurer ist. Auch wenn der teurer ist. So, klicke da. Ja gut, das Problem ist, die Route ist nicht optimal. Können wir später nochmal machen. So, was haben wir hier? Warum soll ich die nochmal fahren? Fahre eine Strecke, während ein anderer Fahrer... Ach, okay. Gut, dann machen wir das. Schnellstart machen wir, zack. Zellraum, wo ist dein Führerschein her? Fragt Game Bros. Von der Behörde, Umleitung. Einige Haltestellen auf der Strecke sind im Moment unzugänglich aufgrund von Stadtevents, die im Laufe des Tages stattfinden sollen. Ja, wahrscheinlich im Marathon oder so. Deine Strecke wurde entsprechend abgeändert und es wurden vorübergehend neue Bushaltestellen hinzugefügt. Ja, das freut mich ja. Das ist ja unglaublich. Aber damit kommt man natürlich auch klar. Okay, Licht haben wir definitiv an. Was war das für eine Taste? So, senken 1, 2. Was habe ich denn da gerade gedrückt? Ich glaube, ich brauche mehrere Fahrkarten, bitte.
Schüler, zwei Schülerfahrkarten. Einzel. 2,80 der Herr, bitte. Das macht 2,20. Bitte der Herr. Danke, mein Lieber. Ja, immer wieder gern geschehen, immer wieder gern geschehen. Okay, das Licht müssen wir nochmal anmachen. Irgendwas stimmt da mit dem Licht nicht. So brauche ich das. Ich weiß gar nicht, was ich da gerade für ein Menü hatte, was da alles stand. Auf irgendeine Taste bin ich gekommen. Mein Herr, es ist gefährlich, mit offener Tür zu fahren. Oh Gott, peinlich. Da haben Sie recht, mein Herr. Dies ist der letzte Halt. Bitte vergewissern Sie sich, all Ihre Habseligkeiten mitzunehmen, wenn Sie aus dem Bus aussteigen. Haltestelle 5, aber wo ist denn Haltestelle 1 und 2? Irgendwas stimmt doch hier nicht. Irgendwas stimmt doch hier nicht. Dürfen wir fahren? Warum sind wir jetzt bei Haltestelle 4 und 5? Wo waren Haltestelle 1 und 2? Die waren offenbar gar nicht auf dem Radar da oben, oder? Na gut, wir gucken mal. Meisenstraße. Okay, wir gucken mal. Also irgendwie... ach, die haben die Umleitung gehabt. Oh Gott. Die fahren wir nochmal. Was war das denn? Sieh nur, wie du gewachsen bist. In den Nachrichten hieß es, du hast dich so geschickt angestellt, dass die Stadtverwaltung dir jetzt Zugang zum Wohnbezirk gibt. Wenn du so weitermachst, erhältst du bald Zugang zum modernen Bezirk. Da gibt es viele Grünflächen. Aber jetzt kommt der schwierige Teil. Du musst ein Busliniennetzwerk in den Vorstadt- und Wohnbezirken aufbauen, damit die Öffentlichkeit zufrieden bleibt. Wir haben 3 Türen. Danke, Janis. Herzlich willkommen. Ja, den ganzen Bus kann ich auch gerne mal zeigen gleich. Ich würde ganz gern die Strecke nochmal fahren. Die war... Obwohl, die hat 5 Sterne. Wir fahren die nochmal. Ich würde ganz gern hier den Fahrer abziehen. Wo war denn das? Was wollen wir? Nein, wir wollen gar nichts. Hier war das, ne? Nein, ich habe keine Änderungen gemacht. Ich würde gerne hier zurückgehen. Wir können ihn umbenennen. Das ist super. Wie kann ich den jetzt aber eine andere Route zuweisen? So, die Busse. Ich kann dir mal kurz zeigen. Hier haben wir die von außen. Das war eine Frage. So sieht der von außen aus. Und den anderen zeige ich gerne auch nochmal. Das ist der hier. Anpassen. So sieht dann dieses Prachtexemplar aus. Ich würde halt, wie gesagt, ganz gerne... Das war hier, ne? Nee. Liniennummer? Nö. Die Frage ist, wie kriege ich den... Ach, hier ist er. Hier ist der. Den nehmen wir hier weg. Die Route ist nicht perfekt. Wir teilen den hier ein. Die hat 5 Sterne. Das bringt mehr Ertrag, soweit ich das beurteilen kann. Wir müssen die einmal wieder fahren. Ich glaub's nicht. Gut, wir fahren die jetzt einmal. Was soll's? Wir fahren beide noch einmal. Wir nehmen mal diesen kleinen Bus hier. Wir fahren die mal umgekehrt jetzt. Zack. Das war eben nicht so toll. Was ist... Okay, wir sind hier scheinbar im Büro. Wie komme ich im Bus rein? Wie kommt man im Bus rein? Ah, da.